Heute auf Battle. Jetzt geht's ab in den asiatischen Raum, Pazifik. Wir werden jetzt die Mission Japan Morning Sun beginnen. Das wird so ein japanisch-chinesischer Krieg werden. Ja, es kann schon eine richtig ätzend zähe Angelegenheit werden. Aber gehört halt auch dazu, zu diesem Zweiten Weltkrieg. So, in den letzten Jahrzehnten kam es zu zahlreichen Konflikten zwischen Japan und China. Die japanische Führung sieht jetzt da, der große Widersacher von einem jahrelangen Bürgerkrieg geschwächt ist, eine weitere Gelegenheit, den Einfluss des Landes in Asien zu stärken und auszuweiten. Okay, wir gucken uns mal an. Spezialisierungspunkte 2 kriegen wir am Anfang. Lufteinheiten. Das heißt, so Panzer oder so ist hier gar nicht so vorgeschrieben groß, ne? Kommt eh erst alles später. Ja, dann spielen Panzer hier mal gar keine Rolle. Lufteinheiten, Infanterie, Kriegsmaschinerie. Wow, es ist echt wenig. Gut, ich würde sagen, dann legen wir los. Bei Ping. 1937, nach dem Zwischenfall an der Marco Polo Brücke Anfang Juli, ist es zu neuen Kampfhandlungen mit der chinesischen Armee gekommen. Das könnte zu einem zweiten japanisch-chinesischen Krieg führen. Ja. So, let's go. Die Spannungen zwischen chinesischen Truppen und den Garnisonseinheiten in Nordchina haben sich vor kurzem in ein schweres Feuergefecht bei der Marco Polo Brücke in der Nähe von Beiping entladen. Während in Tokio versucht wird, die Sache diplomatisch zu lösen, wird die Armee keine Zeit verlieren, die Eisenbahnverbindung zwischen Beiping und Panjing zu sichern. Ja, mit diesem Namen würde ich meinen Riesenspaß haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, unsere Pachtgebiete zu verstärken, weitere chinesische Angriffe abzuwehren und sowohl Beiping als auch Jiangxing vollständig unter unsere Kontrolle zu bringen. Setzen Sie alle notwendigen Mittel ein, um den feindlichen Widerstand zu brechen, aber halten Sie sich von den anderen Pachtgebieten im Stadtzentrum fern, um kein westliches Land zu provozieren. Okay. Begeben Sie sich, nachdem Sie beide Städte gesichert haben, nach Langfang in der Mitte der Eisenbahnlinie bei Ping Ting Tiang Jing. Wow, ich sag ja, ich würde meinen Spaß mit diesen ganzen Wörtern da haben, ey. Unsere Garnisonstruppen und unsere Verbündeten im Osthebel wurden angewiesen, sich in Defensivstellung zu halten und werden ihre Offensive nicht unterstützen. Werden ihre Offensive nicht, okay. Zusätzliche Truppen werden gerade mobilisiert und dürfen demnächst auf dem Seeweg eintreffen. Nehmen Sie diesen Truppen die wichtigen Häfen an der Küste des Gebietes, des Gebiet, nee, des Gelben, Entschuldigung, des Gelben Meeres ein und rücken Sie danach ins Landesinnere vor, um die Randgebiete von Tianjin zu säubern. Die chinesische Nationalrevolutionäre Armee verfügt über zahlreiche Divisionen, von denen die meisten jedoch schlecht ausgerüstet sind und kein Problem für unsere Truppen darstellen. Zeigen Sie ihnen, dass man sich mit der kaiserlich-japanischen Armee nicht anlegen sollte. Okay. Ja, das sind ja alles diese Dinge hier, das ist nichts Besonderes. Und das hier. So, was haben wir zu sagen? Verlieren Sie innerhalb von 10 Runden keine Garnison. Innerhalb von 10 Runden keine Garnison verlieren. Okay, das wird nicht einfach. Was kriege ich denn dafür? Ah, Moment, nochmal gucken. 50 RP. Zerstören Sie den Renault FT-17 Panzer. Sorgen Sie dafür, dass die Chinesen diesen Panzer in künftigen Schlachten nicht mehr einsetzen können. Okay. Später in der Kampagne erhält Ihre Kernarmee einen weiteren Sköter Sauki.
muss 20 Schaden verursachen. Okay. So, also wir können 30 Einheiten aufstellen. Der Großteil wird wieder Infanterie bleiben. Einen Moment kurz. So, also die Doktrin mit Infanterie können wir wieder mal voll vergessen, wie es aussieht. Panzer. Ich auch von. Ich würde sagen, wir werden. Ja, wir haben nicht viel. Was haben wir denn? Infanterie. Wäre Infanterie ist auch nicht viel besser als die normale Infanterie hier. Kavallerie ist bis jetzt ganz gut. Okay, fangen wir mal an. Infanterie. Wo kann man aufstellen? Hier und hier. Dann würde ich sagen, hier Infanterie hin. Ja, hier brauchen wir auf jeden Fall Infanterie für das Gebiet. Artillerie würde ich sagen. Hol mal eine mit. Hallo? So. Dann können wir. Ja, eine schwere Infanterie kann man hier mitnehmen. Das ist eigentlich okay. Hier hin. Flugabwehr, Jagdflugzeuge. Ja, wir können hier so. Aber Luftwaffe will. Die erste Mission. Oh, Schiffe, okay. Aber wir haben keine Flugpunkte, keine Schiffspunkte. Ich habe gar keine Ressourcen eigentlich dafür, was man genau nimmt. Dann gehen wir hier auf diese normalen Infanterieeinheiten. Mit 20 kriegen wir da schon einiges zusammen. So, hier hin. Ja, dann bauen wir hier halt eine Kavallerie. Für 50 und dann noch eine Infanterie. Das geht. 3 Punkte, 5. Ja, das geht sogar. Kavallerie haben wir hier. Dann holen wir die hier hin. Und holen auch eine Infanterie. Hier hin. So. Bong. Dann wollen wir mal hier hin. Artillerie hier lang. Wäre Infanterie hier lang. Hier lang. So, mit hier sollen wir ja den Schaden machen. Wie pack. Ne, es ist eine Artillerie, oder? War das jetzt eine Artillerie? Okay, da haben wir hier zwei Artillerie, schon mal gut. Ah, hier habe ich gar keine Artillerie, fällt mir gerade, ne? Hier habe ich nur. Habe ich eine Pack? Okay, also wir können davon ausgehen, dass hier was drin ist. Jo. Richtig eingeschätzt. Was kriege ich denn eigentlich pro Runde? 10. Ja gut, dann wollen wir mal. Naja, die sollen sich hier eingraben. Hier sollten wir vielleicht aushelfen, ne? Ja. So, dann. Hier hin.
dann hier. Kommt hier in Position. Mit dir müssen wir wie viel Schaden machen? 20. Flammenpanzer, okay. So, hier habe ich echt viel Infanterie. Mach mal hier den Weg zu. Und hier hin. Okay. Gut, passt. Und das sind diese Garnisonstruppen. Waren die hier auch? Moment, das mal gucken. Die zwei. Und du. Den kann ich ja nicht bewegen. Den kann ich bewegen. Okay. Kommt mal hier hin. Ne, bleib da drauf. Okay, Verstärkung. Das kaiserliche Hauptquartier stellt Ihnen zur Unterstützung unserer Operation zusätzliche Verstärkungstruppen zur Verfügung. Okay, was haben wir hier? Das ist ein Bomber. Und du bist ein... Ja, so ein Jäger, ne? Versorgungsschiff? Ja, haben wir. Sehr gut. So, passt. Aufklärer. So, 2-1. Ne, ich bin hier ein bisschen schwach besetzt, ne? Moment, dann können wir hier aber noch eine Infanterie holen. Ach, die kostet 3 Felder. Ach, scheiße. Pioniere? Moment, Pioniere. Pioniere müssen wir doch haben. Ne, gibt's nicht. Die kosten alle 3 Felder? Aufklärer. Nee, das bringt mir gar nichts. Okay, dann haben wir hier ein bisschen weniger Einheiten. Okay, komm mal hier hin. Sieh mal an, da haben wir den Panzer. So viel Truppenteile. Machen wir das. Das ist dieser Panzer, ja. Die Kavallerie. Mal hier hin. Ja, hier bin ich ein bisschen dünn besetzt. Das war nicht... Ich habe das Gebiet hier unterschätzt. Gar nicht so, macht das hier ganz gut.
schwere Infanterie an vorderster Front ist immer ganz okay. Ah, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Das wollte ich jetzt gar nicht. Was machst du da? Du hast 4 Schaden. Pass mal auf, komm mal hier hin. Eins, jupp. Sehr gut. So. Gut, warten wir hier erstmal ab. So, jetzt hier. Du bist. Du kannst hier hin. Du kannst hier hin. Und du jetzt hier hin. Gut, hier müssen wir warten. Die würde ich wohl mehr so hier brauchen, ne? Aber wir können trotzdem immer hier ein bisschen was machen. Komm mal hier drüber. Also hier ist nichts. Das Gebiet darf ich nicht betreten, weil es Gebiet der Briten ist. Sehr gut. So. Er ist hier runter. Okay, bleib erstmal hier. Machen wir erstmal hier die Landung. Kavallerie, bleibst auch erstmal hier in Position. 20 Schaden, das ist schon. Na, noch 13. Gut, wir haben hinten Artillerie stehen, das könnte dieser Panzer dann eigentlich erledigen. Garnison steht hier ganz gut, schön eingegraben, passt. Okay, dass der Panzer jetzt abhaut, ist natürlich unschön. Okay, dann müssen wir mal gucken. Okay, hier ist er. Könnten ich hier hin und hier, wir haben hier so viel Truppen, sollte das passen. Und du weiter auf den Panzer, sehr gut. So, wir gehen hier hin. Artillerie hier hin. Und du hier drauf. Okay, das passt. Okay, hier haben wir noch Kavallerie. Naja, wir brauchen hier echt Truppen. Mhm, okay. Okay. Nee. Ja, ich wette, dass da was drin ist. Und das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht rausprovozieren. Also gehen wir hier hin. Ja, ich schicke die Kavallerie hier hin, weil das Gebiet ist hier richtig beschissen. Ja, mir bleibt nichts übrig. Mir bleibt einfach nichts übrig da. Ja.
So, der Panzer weiter verfolgen. Nee, bleibt ihr mal hier in Position. Ja, also es ist halt nicht schön, dass er da abhaut. Das ist auch nicht schön. Obwohl ich da oben so viel Truppen habe, habe ich jetzt so Probleme. Waffenbrüder. Gerüchte zufolge macht sich in den Reihen unserer Verbündeten von Ost-Hebei-Armee in der Nähe von Beijing Unzufriedenheit bereit. Diese Feiglinge scheinen nicht begeistert davon zu sein, dass sie ihre Waffen gegen ihre chinesischen Brüder heben müssen. Oh. Okay, wir gehen weiter hier runter. Jagen den Panzer. Du kommst erstmal hier rein. Das Gute ist, wir haben hier sehr viele Truppen. Den. Das war nicht schlecht. Okay, dass das hier so kritisch wird, hätte ich nicht gedacht. Da unten scheint wirklich nicht mehr viel zu sein. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen hier auf die Brücke, machen die zu. Dann kann ich die Kavallerie hier hochziehen. Sehr schön. Warten, bis der noch mal full life ist. Müssen wir jetzt nichts riskieren. Okay, die Kavallerie hier, da unten, die sind schwer angeschlagen. Panzer hier holen wir uns gleich. Dass das hier noch mal so kritisch wird, hätte ich nicht gedacht. Und du bleibst hier, dass der nicht über die Brücke kommt. Ich hoffe, dass sie mir jetzt nicht in den Rücken fallen. Das wäre natürlich jetzt richtig ätzend. Schwere Infanterie, ja. Weiter hier. Stellung halten. Ja, das ist jetzt. Ist okay, kann ich mit leben. Das ist jetzt ätzend. Aber du bist der Jäger, korrekt? Ja, du bist sowas wie ein Jäger. Lassen wir es mal so stehen, du bist sowas wie ein Jäger. So, dann, du hierhin. Du hierhin.
Okay, läuft das schon mal ganz gut an, dass hier klappt. Und tschüss. Gebiet gesichert. Und Gebiet gesichert, sehr schön. So, hier hin. Wir warten noch. Schwere Infanterie. Bleib mal hier stehen. Du wartest hier. Ja, du hast jetzt gleich wieder Versorgung. Das ist nicht das Problem. Meuterei ist genau das, was ich gesagt habe. Eine beträchtliche Zahl von Ost-Hebei-Truppen ist zur Gegenseite übergelaufen und unterstützt nun ganz offen den chinesischen Feind. Zeigen Sie keine Gnade und schalten Sie diese Verräter aus. Die nicht sind hier die. Und wer noch? Noch irgendwo was? Ne, nur die hier. Gut, kann ich jetzt mit leben. Das dürftest du jetzt sogar, glaube ich, alleine schaffen. So, dann gehen wir mal hier hin. Ja, die sind kein Problem. Sind kein Problem. Gut, Jäger. So, Bomber. So, hier lang. Ja. Aber du bist eine Bombe? Ich dachte, du wärst ein Aufklärer. Oh. Okay, das habe ich dann falsch gelesen. Du bist eine Bombe. Ja, gut, okay. Dann mal hier lang. Okay, komm mal hier hin. Ja, der holt ihn runter, oder? Ja. War zu erwarten. Kann ich aber mit leben. Das ist jetzt unschön, dass die Kavallerie hier entgegenruckt. Ja gut, ist jetzt so. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Eine neue Kamera, was soll's. Ach so, ich kann. So. Und hier hin mit dir. Okay, den Panzer müssen wir auf jeden Fall knacken, egal wie. Ich müsste doch sehen, wo der hingetappt ist. Okay, da ist er. Drei Schaden hat der mir gemacht. Wow. Das ist bitter. Ja. So, Jäger.
So. So, dann nächste Runde. Der Panzer fährt wieder hoch. Die Kavallerie kommt hier runter. Ja, äußerst interessant. So, dann kommst du da rein. Ich glaub's nicht mehr. Habe ich den, ja, aber okay. Dann kann er erstmal hier noch ein bisschen bomben. So, in der nächsten Runde kann der dann hier rein. Brauche ich denn noch hier einen Schaden? 3 Stück. Ja, das haben wir hier schon mal 2. So, und dann kann der nächsten Runde er hier den finalen Kick machen. Jetzt ist mal die große Preisfrage, was hat er hier vor? So, dann hier hin. Hier hin. Artillerie hier hin. Okay. Muss ich dem Typi da oben hinterher geiern? Garnitionspflicht. Unsere schnelle Reaktion hat dafür gesorgt, dass der Feind unsere Garnition in Nordchina nicht überrennen konnte. Wir konnten zusätzliche Ressourcen sichern und uns jetzt für unsere Offensive zur Verfügung stellen. Okay. So, und wir werden jetzt zu töten. Immer noch diesen verdammten Panzer aufplatten, ne? Erstmal das. Wunderbar. Der mit einem Flammenwerfer bestückte Pionierpanzer Stuko Sagoje Pajaki hat sich in unseren urbanen Schlachtfeldern gegen verschanzte chinesische Truppen als durchaus wirksamsvoll erwiesen. Dementsprechend werden wir diesen Panzer in künftigen Operationen häufiger einsetzen. Okay, mal gucken irgendwo. Ne, das war's nicht. Hier hin. Die Frage ist jetzt, wo ist dieser andere Panzer? Okay, erstmal muss der hier weg.
Ja. Ich glaube, dass das jetzt die letzte Einheit war, die wieder rumgegeiert ist. Okay. Ich kann ihn hier nicht weiter einsetzen. So, jetzt müssen wir erstmal den Panzer suchen. Der könnte hier unten irgendwo sein. Brauche ich gleich die Luftwaffe. Ich habe voll die Einheit da falsch gelesen. Ich habe das für einen Jäger. Das war eine Bombe. Upsi. Ja, passiert. Okay, so. Also als erstes hier hin. Bomber raus. Der Jäger hier rein. Also meine Vermutung ist, dass der Panzer bestimmt hier unten irgendwo rumgeiert. So, dann machen wir hier weiter. Ja, das reicht, was ich da habe. Das reicht. Müssen wir erstmal gucken, wo wir den nachher finden. Kavallerie. Ja, wir verstärken die hier. So. Jetzt muss ich erstmal den Panzer finden. Also ich tippe, dass er da unten irgendwo hingegeiert ist. Okay, der Jäger kommt. Ah, hab ihn gefunden. Okay, so, dann. Hier hin. Nein! Ah, das ist eine Pack. Sehr schön. Okay. Dann kriegen wir das hier in einen Part hin. Wunderbar. Ja, der Panzer kann jetzt nicht mehr weit abhauen. Ja, er versucht mich hier abzuschneiden, aber clever war das eh nicht von ihm. Und jetzt habe ich wieder die Linie. Da ist der Panzer. Okay. Na, irgendwo da ist er. So. Wie gesagt, das Gebiet kann ich erst holen, wenn... also da ist was drin. Mist. Komme ich nicht mehr ran. Okay, wie gesagt, der Panzer, der muss jetzt erst gleich weg. So. Okay. Das hätten wir. Ja, komm, dann hauen wir ihn weg.
Ja. Altes Eisen. Die Renault FT-17 Panzer spielen zwar gegen Ende des Ersten Weltkriegs und allgemein in den Panzerentwicklungen eine wichtige Rolle, aber mittlerweile sind sie hoffnungslos veraltet und stellen für unsere moderne Taktik und Ausrüstung keine Herausforderung mehr dar. Schön, komm hier rein. Ja, das ist ja uns, das muss ich ja nicht machen. So, dann gehen wir hier drauf. Dann hier den Flankenangriff, jo. So, hier hin, hier hin. Zack, wunderbar. Ja, eine Kavallerie verloren. Ist aber nicht schlimm. Das ist halb zu wild. Zack, Jäger gekillt. So. Gut. Ja, würde ich sagen, passt. Müsste jetzt alles haben, oder? Ja. Sehr schön, überragender Sieg. Die Eisenbahnlinien bei Ping Tianjin wurde vollständig gesichert und über beide Städten weht nun die japanische Fahne. Hoffen wir mal, dass die Chinesen ihre Lektion gelernt haben und unsere Bedingungen für einen Friedensschluss akzeptieren werden. Okay, Leute, das war's dann von dieser ersten Mission. Wir kriegen 3 Punkte. Ja, ist halt die Frage, sollen wir auf Infanterie vielleicht doch gehen oder nicht? Oder auf Luftwaffe? Ja, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich muss mir das nochmal überlegen. Das ist so schnell jetzt noch nicht. Ich gucke mal kurz in meine Kernarmee. Wenn ich das angucke... Gut, da hat jetzt noch keiner einen Stern. Oh doch, die schwere Infanterie. Alle anderen sind halt noch gerade erst dabei. Also ich habe so viel Infanterie schon. Ich glaube, sich das nicht mehr wirklich lohnt. Kerntruppen importieren. Ja, ich glaube nicht, dass das geht. Okay, Leute, aber das war's von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter mit der Schlacht im Pazifik gegen China. Bis dann.